Heute, was geht ab, Leute? Hier? Wir fangen die Folge an mit einem wilden Marmelin. Noch nie gesehen. Ich habe nur Gerüchte gehört. Die Straßen haben gemunkelt. Aber wir haben hier einen gefunden. Abgesehen davon, ein paar Neuigkeiten. Meltan ist jetzt im Spiel. Beziehungsweise in Let's Go. Und das schon draußen. Und dann natürlich noch WP-Änderung. Check die Videos ab. Sinnostein, neue Entwicklungen. Check das Video ab. Ich gehe jetzt zu meinem X-Raid. Und dann reden wir noch über das neue Event, neue Boxen. Ja. So, hier sind wir. Gehen wir direkt rein. Deoxys X-Raid. 18.06 anscheinend. Ich habe hier eine Kollegin dabei. Zu zweit machen wir das schon. So. Einmal rüber swipen auf die neuen Despoter mit ihren neuen WP. So, ich bin bereit. Bin bereit. Danach haben wir sogar noch einen, aber der ist nicht 100% sicher, ob ich den schaffe. Ich muss davor noch kurz was erledigen in der Arbeit. Aber wird schon gehen. Wir holen erstmal den hier ab. Es wird halt nicht perfekt, das sag ich. So. Du kriegst es 100%. Schon im Game-Bereich. Wir sind weit über der Hälfte der Zeit noch. Sind wir noch mein drittes Despoter erst? Da haben wir ihn. Fast 100 Sekunden noch übrig, Alter. Das ist heftig. Richtig heftig. 90 Sekunden. So. Moment der Wahrheit. Die Spannung steigt. Oho. Richtig, richtig, richtig schlecht. Einfach nur schlecht. Einfach nur schlecht. Hey, die haben beide denselben. Wieso habe ich Goldene geworfen? Ich bin verwirrt. Eigentlich hätte ich Silberne werfen sollen. Okay, wenn ich so schlecht werfe, dann lieber Gold. Okay, wir kriegen noch eine Chance hier. Silber. Wir trinken nächste Woche ein. Aber mit Alkohol. Ach, Carola, Mike. Endschlecht geworden. Wenn man aber es reicht. Okay, so. Alles erledigt bei der Arbeit. Jetzt auf dem Weg zum zweiten X-Raid. Ja, schauen wir mal. Müsste eigentlich alles passen, außer jetzt irgendwie übelst Stau. Abgesehen davon, Event. Neues Event, 2 Wochen. Ein sehr schlechtes Event, muss ich ehrlich sagen. 2 Kilometer Eier, aus denen schlüpfen jetzt Babys, Rehorn. Also, ist das mein Bus? Zum Beispiel Shiny Elekid ist am Start. Mark B, der jetzt eigentlich aus dem 7ern kam, schlüpft jetzt auch aus den 2ern. Also ich weiß nicht, ob er beide oder jetzt nur noch die 2er. Aber abgesehen davon, Rehorn zum Beispiel aus dem 2er, aber sonst nichts Nennenswertes. Vor allem, ich gebe keine Brüter für 2er aus. Das ist mein Bus. Und Porygon. Der kommt auch aus den 2ern. Wir haben es geschafft, Leute. Da ist die X-Raid Arena. Läuft noch 1/4 Stunde. Alles kein Thema. Bin ein bisschen gelaufen, aber wir schaffen es. Ich zeige euch gleich mal die Arena. Die ist verrückt, Mann. Genau in diesem Kreisverkehr ist die Arena. Shoutout an Milosch. Alter gelber Kollege. Das ist ja hier nicht mehr ganz ein Gebiet Bogenhausen, hat er gelb gemacht früher als das Arena-System. Das war eine der Arenen, die wollte er zu seinem Gebiet hinzufügen. Hat nie funktioniert, wegen einem Spieler, Opi haut rein. Der hat die immer wieder blau gemacht, keine Chance gehabt, die in sein Gebiet aufzubauen.
Das für dich, Mann. Genauso tot wie Milos tot ist, Mann. Okay, das war's von mir. Und mein 2 Deoxys X-Rays, nichts Gutes dabei gewesen. 18.06, der neue 100er. Heute ist Freitag, mein Spiel, Let's Go Evoli und der Pokéball müssten heute ankommen. Zumindest hat Amazon das so geschrieben gestern, dass die es verschickt haben und heute ankommen sollte. Viele haben schon gezockt. Ich werde heute Abend wahrscheinlich, falls das Spiel ankommt, live gehen auf Twitch. Folgt mir aber, Ankündigung kommt eh noch. Und ja, eigentlich sollte auch ein Event dazu in Pokémon Go starten. Bisher noch nichts dazu gesehen. Startet auch vielleicht heute Abend. Noch ein Hinweis, und zwar der Sinnohstein. Checkt das Video nochmal ab. Da hat Trainertipps eigentlich getweetet, dass man den auch durch Drehen von Stops, Raids und dem 7. Dreh des Tages bekommen sollte. Aber, ja, das hat irgendwie nicht gestimmt. Niantic hat bestätigt, dass es noch andere Wege geben wird, um den Stein zu bekommen. Aber noch ist nichts bekannt. Also bisher kann man ihn halt echt nur beim Durchbruch bekommen. Schreibt nur in die Kommentare, wie es bei euch mit Deoxys so lief. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.